Hallo, Freunde. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen. Weiter geht es wie gewohnt im LS22. Wir befinden uns wieder auf der Rostock. Haben eben schon auf YouTube ein bisschen was gemacht. Mit dabei sind auch wie immer der Steffen und der Timo. Moin. Moin. Ja, also mein Plan ist es oder war es eigentlich den schöner Imbiss hinzustellen. Und da wurde ein Foto gemacht. Und jetzt habe ich ihn richtig mega aus. Der Tammy ist auch da und hat 100 Kanalküsses eingelöst für Moin. Moin. Moin, Jimmy. Timo hat auch schon Hallo geschrieben. Steffen macht auch Moin mit dem Herzi. Oh, das mache ich auch, du. So. Und dann haben wir, wer eben bei YouTube nicht dabei war, wir haben gerade Feld 17 oder eben Feld 17 gemäht, gewendet und geschwadet und Ballen gepresst, die wir jetzt, glaube ich, abholen. Timo hat auf der 20 den Klee bearbeitet, die Aufträge erledigt. Genau, die Aufträge erledigt. Weil auf Feld 20 möchte ich gleich alles vorbereiten für die Schweizer Kühe. Die hätte ich ja gerne. Da möchte ich eine Weide machen für die Kühe und ein kleines schnuckeliges Plätzchen für die Schweinchen, weil auch die sollen es schön haben, solange sie da sind und nicht auf dem Teller landen. Als kleine leckere Kräuterbuttersteaks. dann möchte ich schon den Platz gleich vorbereiten, auch wenn ich das alles heute schaffe. Für den Hofschlachter, den kann ich auch wahrscheinlich schon umstellen. Und natürlich für schöner Imbiss, der soll nämlich direkt beim Hofschlachter mit hin, weil dann kann man nämlich, wenn man beim Hofschlachter ist, auch bei schöners Imbiss, nämlich eine kleine Wurst oder einen Steak naschen. Frisch dann vom Hofschlachter. Ist so. Und ein paar Pommes. Mhm. Genau, das haben wir vor. Ja. Sonst habe ich jetzt nichts mehr Erwähnenswertes. Ich weiß nicht, ob wir jetzt gleich auch noch mal schlafen wollen, wenn die Ballen fertig sind. Und Nummer 20, ich schätze mal schon, weil sonst haben wir ja schon wieder hier zappenduster. Aber ich freue mich, dass ich wieder da bin, dass ihr dabei seid, dass Timo und Steffen auch mit wieder dabei sind. Auf die ist auch immer Verlass, die sind immer da. Ihr fahrt zu schnell. Warum? Weil das dadurch lag. Bei dir lag das? Das Stream. Ach, bei mir jetzt nicht. Nur ab und zu, wenn Ballen aufgeladen wird, aber... Fee, was machst du da schon wieder? Jetzt lass den Yoshi in Ruhe, der möchte da schlafen, Fee. Fee? Lass das jetzt. Da muss man erst wieder meckern, du. Ja, ich denke mal, wir schlafen jetzt gleich. Aber während der Steffen hier jetzt einmal rumbutschert, kann ich noch ganz schnell was. Ich will jetzt zwar nicht groß dekorieren, außer halt gleich bei den Koppeln, aber ich möchte einmal Lampen umändern, weil diese eine Lampe, die ich vorhin angebracht habe im anderen Stream, die ist ein bisschen... Die ist Schrott. Die beleuchtet ja gar nichts. Ich habe das eben im YouTube-Stream nämlich am Anfang gesehen. Oh, da hätte ich gar keinen Strahler anbauen brauchen, weil ob der nun dran ist oder nicht. Der macht ja gar kein Licht. Hier ist der Timo am Waschen. Das ist richtig, Timo. So ist super. Ja.
bin ja der Einzige hier, der wäscht. Ja. So, jetzt möchte ich nämlich eine andere Lampe da hinstellen. Das muss auch mal sein. Schnell noch mal ein Lämpchen hin. Hier können wir ja auch eigentlich gut... Oh, so eine Röhre ist auch nicht so schlecht. Oh, hier, guck mal an, du. Die machen noch besseres Licht. Jawoll! Ja, der macht doch besseres Licht. Den nehmen wir. So. Hui. Ja, das ist doch mal ein Licht. Alex, hallöchen. Moin. Moin. Guten Abend. So, damit bin ich ja viel mehr zufrieden. Wenn Timo auch mal einmal gleich vielleicht, ups, guckt, glaube ich aber, ist er auch zufriedener. Das ist ja viel besser. 1, 2, 1, 2. So, ja, das kommt hin. Wunderbar. Ja, wunderbar. Wo ist denn der Timo da? Kick dir das mal an. Ja, viel besser. Und was sagst du? Viel besser. Ja, oder? Aber auf jeden Fall. Jetzt ist hier wenigstens auch Licht. Fantastisch. Meinst du, so einen kann ich auch auf dem Fußboden machen bei Eberhard? Den gibt es auch noch einmal ein kleiner. Weiß ich nicht, wenn du den hochkant drehen kannst. Ah, ich guck mal. Ich teste das einfach. Wenn nicht, dann nicht. Ist ja so, wenn nicht, dann nicht. Probleme, Steffen? Ja. Dann fahr mal ein Stück vor. Ja, kann man den jetzt kippen? Können Sie mir doch mal das Menü anmachen, du. Ah ja, erstmal muss ich freier Modus. Kippen, jawohl, das kann man kippen. Timo, musst du mal machen kurz. Hey, ich bin schon dabei, warte mal. Ja, aber welchen Knopf muss ich noch drücken, um zu kippen? Ja, geht bestimmt nicht. Ja. Rotieren ist ja drehen. Das wäre ja doof. Das wäre ja so toll. Für Eberhard. Yep. Ja, die ist ja wohl mal viel besser bei Eberhard. Jetzt habe ich was gefunden. Fahr mal bitte weiter vor. Das will Eberhard. Oder lass mich mal bitte in den Unimog. Kannst du rein.
Nee, du sitzt ja noch drin. Ich krieg die Lampen gar nicht verkauft. Ich krieg auch die Lampen gerade gar nicht verkauft. Hat sich der Server aufgehängt? Und auch Lampen platziert nicht. Da steht die ganze Zeit, Objekt wird platziert. Und ein Fahrzeug kann ich nicht einstellen. Hati Beats, hallo. Guten Abend. Moin. Wer kann wohin nicht einsteigen? Ich kann in der Fahrzeuge nicht einsteigen. Du hast die Tür vom Unimog auf. Ich auch nicht. Kannst du aussteigen denn? Draußen bin ich ja. Achso, bei mir sitzt du immer noch im Unimog. Na, ich stehe gerade bei dir. Ich kann auch nicht in den MB-Truck. Ich kann mich auch nicht durchseppen. Alex, Bruder, sagt, drück mal V. Hab ich. Aber geht auch nix. Nö, dann hat sich der Server aufgehangen. Oh, hat er sich mal aufgehangen. Dann gehe ich mal runter. Ja, ich auch. Der Lümmel. Einfach Spiel neu laden, kenne ich auch von meinem LS-Server. Ja, total nervig, oder? So, dann warten wir mal. Trinke ich erstmal ein Schlückchen. Ach, da kommt er eh nicht so. Kann ja auch so bleiben. Steffen hat geknipst. Ja. Ja, das stimmt. Ehrlich. Mit dem Server andauernd ist immer irgendwas. Ich habe noch gar nicht. Bussis nachgeguckt. Oh, ich habe 2000. Bist du auch schon am gucken, Timo? Wegen was? Mit dem Server, den einmal der runternehmen. Schon, der ist schon neu gestartet. Richtig gut. Aber noch nicht sichtbar. Jetzt ist er wieder da. Ist wieder da. Aber ich habe keine Verbindung. Keine Verbindung. Huhu, Steffen. Oh. Das war Alex. Ach, Alex hat Huhu eingelöst. Ich bin noch so weit oben. Ich gucke nämlich gerade wegen den Küssis hier. Partybeats, da hatten wir noch die Niedersachsen auf dem Server, wo das mal war. Die Niedersachsen. Moin, Marco. So, dann hat Steffen Treue gestartet. Und der Alex hat Huhu eingelöst. Fantastisch, Alex, dass du das auch eingelöst hast. Sonst ist immer der Steffen. Der Steffen löst hier immer Huhu. Ich habe ja erstmal ein Foto gemacht. Also erstmal ausreichen. So viele Kanalpunkte habe ich noch nicht. Und Marco, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du dabei bist. Ich habe dich gestern gar nicht gelesen. Moin. Und Marco, von Schock erholt? Ach ja, Marco. Mensch. Wenn einer drauf ist auf dem Ding, sagt er mir Bescheid auf dem Server.
Ja, ich gehe jetzt drauf. Haare immer einklemmen hier, du. So geht das. Ich finde den leider gerade nicht. Da ist er. Und? Löppt. So. Ja, die Niedersachsen 22. Ich glaube, der war ich noch gar nicht. Also, die habe ich noch gar nicht gespielt. Haben wir schon mal die Niedersachsen gespielt? Keine Ahnung. Ne, im 19er haben wir die mal gespielt. Ja? Ja. War gestern leider im Krankenhaus und war erst spät zu Hause. Wieso warst du im Krankenhaus? Das geht nicht. Was hast du da gemacht? Mensch, du, der Alex hat das Huhu gemacht. Weltklasse. Oh, jetzt sind wir aber weit vorne. Wie vorne? Ja, von der Zeit. Oh, ist jetzt alles weg? Steffen hat ein Foto geschossen. Mach keinen Ärger, du. Ja, ist alles weg, was wir im letzten Stream gemacht haben. Boah. Das ganze Mähen ist weg. Ja. Das ist ärgerlich. Also nochmal von vorn. Ja. Party Beats, da habe ich die Map noch. Aber wir haben inzwischen ja die Hot Online Farm 22 auf dem Server. Ja, vom Hirschi. Anderen Bein hat Timo im Beschlag, oder? Timo? Wen? Was? Den anderen MB-Truck hast du ja im Beschlag, ne? Ja. Marco hat ein Foto geschossen. Der kommt jetzt zum Hof zurück. Okay, sehr gut. Heute dürft ihr nicht so viele Bilder machen. Ich fühle mich heute wie 12. Ach ja, auf den Dings müssen wir ja wieder warten, auf den Unimog. Aber ich kann ja schon mal wieder vom Shop den Schwader und den Wender abholen. Also ne, erstmal den Wender und dann den Schwader. Ich lese sofort. Falsch. Jetzt mache ich es mir einfacher. Ich bin vorhin, wo ich auf YouTube war, bin ich selber gefahren. Jetzt lasse ich fahren. So, also machst du den Timo-Style? Ja. Den Profi-Style. Du, der hat keinen Weg gefunden. Der Lümmel hier. So. Ich liebe es langsam. Ui, Marlene hat ein Hemd an. Ich bin auf der Arbeit die Treppen runtergestürzt und habe mir den Kopf aufgehauen. Hatte zu wenig getrunken gestern und da wurde mir komisch im Kopf und dann weiß ich nicht mehr viel. Oh. Und da ich heute noch extrem Kopfschmerzen dadurch habe, werde ich morgen Abend zu euch im Discord kommen. Heute bekomme ich das nicht hin mit den Schmerzen. Das verstehe ich total, Marco. Und ich hoffe, dass die Kopfschmerzen bis morgen besser sind oder weg sind. Und dass du nicht irgendwie eine Platzwunde oder sowas hast, sondern einfach nur so ein Anditscher am Kopf, vielleicht einen blauen Fleck oder so.
Aber das mit ein wenig trinken kenne ich auch. Ich trinke auch immer viel zu wenig. Das ist manchmal so. Trinken ist wichtig. Ja, ist wirklich. Trinken ist super wichtig. Wo ist denn meine Taste? So. Die Aufträge sind jetzt wieder so, wie sie waren, wo wir rausgeflogen sind. Also. Erledigt. Ah, okay, das ist gut. Und die Eve-Mausi ist da. Hallo. Moin. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Moin. Oh, diesmal habe ich aber einen anderen Schwader. Auch einen anderen Bänder? Ne. Knapp. Damit kann man besser mähen, oder Steffen? Ja, hat mehr Leistung, ja. Was hat er denn jetzt anders? Na, den 1800er. Ja. Ach so. Das ist doch meiner. Jeder hat sein Fahrzeug. Scheint, das ist der 1000er. Oh. Wo steht er denn da? Bei mir habe ich den nicht getroffen. Bei mir hat das nicht gedruckelt. Und bei dem hier Schwader, da hatte ich noch Platz und ich bin trotzdem wie rübergefahren. Nee, du. Du machst aber Sachen mal, ey. Ja. Wäre ja auch schlimm, wenn alles immer glatt laufen würde, ne? Ja, das stimmt. Los geht das. Der Marco hat geschrieben, die wollten mich über Pfingsten da behalten. Da habe ich mich selbst entlassen. Platzwunde habe ich rechts über dem Ohr und eine leichte Gehirnerschütterung, obwohl es da nicht viel zu erschüttern gibt. Oh, das ist ätzend, ne? Und denn jetzt auch, wenn das Wetter so schön ist und so, dann kann man auch nicht so unbedingt raus, denn... Jeder hat sein Fahrzeug bekommen. Ich mein Deutz. Und ich hab meinen kleinen Bruno. Der ist richtig flitzig. Und Timo hat sein Bobbycar. Und Yves konnte den Raps nicht wegmachen. Wieso konntest du den Raps nicht wegmachen? Guck mal, der fährt auch einfach, du. Was hab ich denn da... Da hat sich der Server bestimmt schon aufgehangen vorhin, als die Autos immer standen. Ja. Und auch als ich gemäht habe. Ne, hier gewendet und geschwadet habe. Den Honig habe ich jetzt auch wieder verkauft. Jawohl. Und die Wolle auch? Ne, die sammle ich jetzt ein. Jetzt ist noch nicht so viel Wolle wie vorhin. Aber irgendwas haben wir jetzt noch nicht gekauft, was wir vorhin gekauft hatten, weil jetzt haben wir viel mehr Geld. Also irgendwas muss jetzt noch fehlen. Nein, der letzte Auftrag ist fertig, der noch nicht fertig war. Ach so. Oh, richtig gut. Wir hatten drei Aufträge vorhin gemacht.
Fantastisch. Ultra. Ultra. Ich bin ja gerade im Singleplayer am Kartoffeln ernten. Das macht Spaß, oder? Aber Rüben zum Beispiel finde ich total super. Rüben ist super. Ja, sag ich ja. Ich finde Rübenroden super. Würde auch zu gern zocken, aber ich glaube, das wird so heute nichts. Ne, vor allen Dingen, wenn man so Kopfschmerzen hat und man dann die ganze Zeit da so angestrengt ja auch auf dem Bildschirm guckt. Das würde ich, glaube ich, auch nicht machen. Ich weiß auch nicht, ob ich Fernsehen gucken würde unbedingt. Da kommt Bruno. Ja. Und Herrick. So. Und wie ging das jetzt nochmal? Ich habe das vorhin selber gemacht. Und jetzt möchte ich das aber gerne mit Cosplay machen. Ach so. Ja. Das Cosplay-Tanz hast du schon auf? Ja. Also das Kleine, ne? Ja, das ist Autodraft. Ja, das ist Cosplay. Da muss oben erster Wegpunkt stehen. Ja. Jetzt gehst du auf deinen Schleppernamen, der ist ganz oben. Ach ja, genau, das war das. Dann auf die Karte, ne? Auf den Satelliten, ne? Ne, aufs Lenkrad, ne? Ja, aber jetzt guck erstmal, was da alles steht. Zeige Kurs, nur Start, Ende. Hat mit Maus öffnen aktiviert. Wenden auf dem Feld aktiviert. Gerät anheben früh, Gerät senken spät. Dann gehst du jetzt auf das Lenkrad. Ja, und klicke das CP-Feldarbeit. Ja. Dann nimmst du Feldposition in die Mitte von dem Feld, wo du bist. Hallo. Muss ich nicht erstmal Job erstellen? Nein. Also klicke ich einfach auf das Feld. Ja. Ja, dann kommt bei mir ran, Kurs zeichnen. Nee. Du gehst Feldposition, klickst du an, das steht auch rechts. Dann hast du so einen Kreis, da steht Zielposition wählen. An deinem Cursor. Ich bin dann jetzt auf der Karte, ne? Keine Ahnung, wo du bist, da man das nicht im Stream sieht. Ich gehe nochmal wieder zurück. Ich gehe auf den Fast-Track-Namen. Dann gehe ich auf das Lenkrad. Du gehst auf das Lenkrad. Dann wählst du CP-Feldarbeit. Ja, oben rechts. Dann musst du das machen. Ich habe hier kein CP-Feld-Dings irgendwas. Wenn du aufs Lenkrad gehst, dann steht doch unten Abbrechen, Karte verschieben, Job erstellen. Und rechts. Nee, dann bist du schon viel zu weit. Dann musst du erstmal den alten Kurs löschen. Ja, du hast gesagt, ich soll aufs Lenkrad gehen. Wenn ich aufs Lenkrad gehe, kommt das. So. Ich gucke jetzt mal kurz hier. Ja, du hattest ja auch auf nahester Wegpunkt. Da habe ich doch gesagt, da muss erster Wegpunkt. Ja, hatte ich am Anfang. Würde auch zu gern zocken, das war das. Und Party Beat sagt klar, schön mit dem Holmer fahren. Ja. Den fahre ich auch, wenn wir roden. Da gucke ich der Chefin etwas zu. Das geht mit deinen Kopfschmerzen.
Tschüss, Timo. Timo ist gestresst, deswegen musste er das selber machen. Obwohl ich das ja auch lernen muss, ne? Ich werde langsam davon Fan. Ich bin nicht gestresst. Aber mit so einer gestressten Antwort kann ich denn auch nichts anfangen. Das gibt eine Anzeige. Guck mal, wie der Marco, da kannst du sagen, der ist dagegen gefahren, du. Hast gesehen, wie der fährt? Boah. Das gibt eine Anzeige. Boah. Das gibt eine Anzeige. Ich muss doch da noch mit einsteigen. Jawohl. Da lässt der Bruno dir einfach stehen. Ja, ne? Hast du es gesehen? Ja. 24 Minuten. Ich muss den nochmal abbrechen, weil der fährt anders, wie Steffen fährt. Ja, ist doch klar. Steffen fährt ja nicht den Kurs. Ja. Du hast den noch nicht fertig. Du hast den doch schon angemacht. Ja, das wusste ich ja nicht. Ja, und ich weiß nicht, wie der fährt. Der fährt einfach jetzt. Ich wollte das ja schon mal eingestellt haben. Ja, ich dachte, das Feld ist schon gemäht, weil du wolltest, dass er los. Also ein Kommunikationsfehler. Timo ist sehr knatschig in seinen Antworten, die er gibt. Nee, ich wusste das doch nicht. Ich dachte, das Feld ist gemäht. Ich denke, du warst da drin, dann siehst du das doch. Habe ich nicht drauf geachtet, weil ich doch hier auch was anderes mache. Menschenskinder, ist das knatschig? Das mag Marlene ja nicht, so was Knatschiges. Mein Chat ist auch weg. Ich hoffe, dass da nichts war. Ich gehe so lange zum Steffen. Jawohl, guck mal hier, Steffen hält sogar an. Na, Musik doch. Richtig gut. Verschissen Monsti. Ja. Ja, dann nimm ihn. In der Kühltasche ist er ja. Lecker. Fischig. Stand im Chat irgendwas, was ich nicht gelesen habe? Marco hat geschrieben, ja, wie Frau Schöner vorhin. Und dann hat er noch geschrieben, das ist Liebe und Harmonie im Discord. Siehst du, das habe ich nicht gelesen. Bei mir ist mein Chat, der ist komplett leer. Ich muss mal gucken, wenn ich irgendwas reinposte. Ah, das sehe ich. Jetzt hast du zweimal Marlene gemacht. Ja. Und als ob ich so gegen den Fan gefahren bin, wie der Helfer gegen den Baum, du. Das war bestimmt Marlene. Boah, keine Bilder heute, Leute. Der Marco hat's gemacht. Und der Bot macht den Dizzy. Eve hat auch noch mal geknipst. Ah, jetzt ist sie also doch gegen den Fan gefahren und hat sie zugegeben. Also aus meiner Sicht her habe ich ihn nicht angefahren. Aber du sagst ja, ich habe ihn angefahren. Und wenn ich dann gucke, wie der da gegen den Baum gefahren ist und du sagst, ich bin auch so gegen den Fan gefahren. Welcher Fan? Der beim Shop steht. Also ich bin der Meinung, ich hätte fast sein Gewicht gestriffen, aber eben nicht gegengefahren, so wie der Helfer gegen den Baum gefahren ist.
Der hat ja den Wender, den hat er ja mitgerissen, du. Obwohl der am Baum festhing. Beim Shop steht doch ein, stehen doch die Deko-Dinger, die Deko-Fahrzeuge. Ja. Ja, die nerven mich sowieso, weil dadurch das Spiel so hängt, wenn man am Shop ist. Nimm mich weg. Ich finde die auch unnötig. So. Das ist das. Oh nee, das ist falsch. Ich muss hier manuell posten. Ich habe den Bot nicht an. Sing ruhig weiter, Marlen. Einen wunderschönen guten Abend, Nexon. Moin. Moin. Uhu. Also jetzt mal wirklich, ne? Da musst du mir das zeigen. Kannst du dir ja gerne rausschneiden, wo ich so gegen den Fan gekracht bin. Marlen macht sowas nicht. Nee, vor allen Dingen so wie das hingestellt wird, da habe ich ja total Schaden gemacht. Und der Helfer, der den Baum da mitgenommen hat, mit dem Schwader, nee, Wender, der hat nur gepustet. Der ist da fast gar nicht gegen. Was geht? Mähen. Ja, wir sind alle jetzt. Einmal was, wir trinken jetzt alle ein Stückchen. Das ist sowieso gut. Das ist immer gut. Ich vergesse das immer mit dem Trinken. Die. Zoom doch heute nicht, Menschenskinnels. Marco sagt, ist ja gut, Chefin, hast gewonnen. Nicht, dass ich nachher noch die Güllegrube umrühren muss. Das weiß ich noch nicht. Eventuell. Na, Marco, nicht nur umrühren. Oder? Die Gülle muss aufgerührt werden mit einer elektrischen Zahnbürste. Nee, ich wollte nämlich auch gerade sagen, oder unseren Hof, die Kopfsteinpflaster ritzen mit einer Zahnbürste schrubben. Weiß ich. Eve hat geschrieben, weiß ich. Was hast du, was weißt du? Das wollte ich sagen. Nexon lacht. Ja, heute ist so ein Tag bei mir. Habe ich vorhin schon mal gesagt. Oh, ich habe keinen Bock gehabt, ne, heute. Mit Schminken, du. Das hat Mama. Dann ist man auch mal 12. Ach, du brauchst keine Schminke. Boah. Aber so ist man wie 12. Ja, aber guck mal, Timo und ich schminken uns auch nicht. Nee, ihr geht ja auch oben ohne. Ja. Du da auch, oder nicht? Ja, außer man bedenkt den Bügel vom Headset. Das könnte auch ein bisschen Bedeckung sein. Ja. Wegen Trinken zu wenig.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich vergesse das echt immer. Und dann quatscht man hier die ganze Zeit und quatscht und quatscht. Ja. Aber gut, dass ich schüchtern bin. Davon merkt man nichts. So. Und morgen kommst du auch in den Dizzy. Und dann quatschen wir. Ich guck mal kurz, was der Timo macht. Ach, das ist Bruno. Das ist Timo. Boah, schnarcht Yoshi. Das war richtig laut. Ja, morgen Abend bin ich da, mit oder ohne Kopfschmerzen. Und boah! Du, da hätte er mich beinahe überfahren. Und wehe nicht. Oh. Aber die Musik ist gut. Die Musik ist klasse. Das muss man sagen. Was machst du, Timo? Die Maschinen sortieren und sauber wegstellen. Das finde ich gut. Findest du auch, das ist schon besser, ohne den ganzen Unkraut vor der Wohnung? Boah, ich finde das auch schon besser, ohne den ganzen Unkraut vor der Wohnung. Ja, und wenn du was wissen möchtest, frag mich einfach. Wann nimmst du wieder die Tabletten für den Sprachfehler? Hä? Du musst mich das auch mal zeigen. Ich finde den Zaun doof. Ja, den finde ich auch nicht gut, aber ich wollte den vorhin wegmachen. Und dann kommt immer, ob ich das. Ja, weiß ich auch nicht mehr, was denn kommt. Und ich glaube, das Haus ist dann mit weg. Da, sind Sie sicher, dass Sie Kuhhofdeko verkaufen möchten? Ja, dann ist das Haus auch weg. Ja, glaube ich auch. Ich meine, ich finde das sowieso nicht so schön, aber. Dann hätten wir jetzt kein Haus. Dann müssen wir erst eins mit raufnehmen, oder? Was hier haben wir an Häusern? Nichts Schönes. Ja. Eiskalt umgefahren. Ja, ne? Ohne mit der Wimper zu zucken. Nee, bin ja ein ganz netter und lieber Brusse, also bin ich da. Sehr gut. Über den Giants Editor bekommt man auch den Zaun weg. Ja, das stimmt. Aber bin ich jetzt im Giants Editor? Nee, das ist es ja. Über den Giants Editor habe ich die ganze Karte umgebaut. Ja. Wenn man da erstmal bei ist mit dem Giants Editor, macht das auch riesen Spaß. Aber da findet man auch meistens immer kein Ende, weil dann findest du hier noch was und das noch und hier. Ich will wieder da. Ja. Wolltest du einen Mähwerk reinsetzen? Nee. Das wäre nämlich nicht so schön gewesen. Nee, das Problem ist... Ach, ich hätte Bruno schon mal starten können jetzt. Das Problem ist ja auch... Ich möchte nicht ins Mähwerk, dann wird meine 5 Monate alte Kleidung, die ich schon seit 5 Monaten trage, dreckig. Oh, ich muss mir immer umziehen, du. Ich habe immer die Reitsachen an. Das stimmt, Giants Editor macht Spaß. Oh, finde ich auch.
Das ist so klasse. Aber ich sag ja, da findet man kein Ende, weil dann findet man hier noch was und da noch was und das kann man nochmal wegmachen oder ändern. Reitsachen? Nein, Reitsachen. Oh, nicht Reit. Reit. Marlene, da fällt 20 Euro neu im Mietwert. Nö. Ne, gut. Was, wieso, was willst du denn mit dem Klee machen? Nix, aber ist doch Bauland jetzt. Ach, da wollen wir jetzt einfach drauf bauen? Ja, da können wir doch eh nicht pressen. Ja, okay. Gut, dass ich mich mit dem Giants Editor nicht auskennen tue. Dann würde ich nicht mehr zum Zocken kommen. Ist so. Ich musste auch immer, also wenn ich das mache, da schaffe ich das auch nicht mit noch Streamen und so weiter. Ist man echt, da gehen die Stunden auch so weg. Da guckst du auf die Uhr und dann ist das schon zack abends. Aber habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Ach so, lol. Oh. Ich muss auch erstmal überlegen, wieso Reizwäsche. Oh. Nee, du. Was wollte ich denn jetzt? Ah, ich wollte gucken. Falscher Knopf. Erstmal umziehen. Sonst werde ich immer gemobbt. Von wem? Von Manuel. Ah. Ach, wir haben ja schon wieder März. Das ist ja schon wieder ein bisschen luftig. Das ist ja nicht schön. Nee, ne? Nee. Was ist denn die andere Hose da? Ja. Timo? Ja? Ist vor uns der ganze Stroh weg? Ja. Okay. Partybeats allgemein an Mods rumschrauben macht Spaß. Und da ist auch ganz schnell die Zeit weg. Wenn ich bedenke, die, was ich auch auf FBM habe. Mods macht Timo auch immer stundenlang. Mit Mods, da bin ich immer froh, wenn ich sie fertig habe. Das hält nämlich mir immer... Also ich finde, das hält so lange auf, für das, dass ich dann einen Mod habe. Boah. Aber du machst es auch gerne, ne, Timo? Ja. Aber ich editiere nicht nur. Marco sagt, wann kommt eigentlich Marlene erklärt das Video? Marlene erklärt Marco Cursplay. Es kommt am Montag. Oh. Und Eve verbietet eine Aktion nicht in Bruno setzen oder schauen. Oha. Da muss ich jetzt aus Bruno raus. Ich glaube, 5 Minuten ist das, ne? Dann bis 11:50. Ja. Komm, Marlene, kannst bei mir mitfahren. Ja, aber wir dürfen nicht am Bruno vorbeifahren. Ja, aber wir müssen ja den Schwader holen. Hol ich schon. Der ist doch beim Shop, oder nicht?
Und Timo schon. Dann hängen wir uns schon mal die Dingspresse an. Oh Mann, Deutsch ist heute wieder meine Stärke. Ich hätte weiter schlafen sollen. Ah, meine auch. Hast du ja mitbekommen. Und dann bekommt man so eine Frage, wann man wieder seine Tabletten nimmt. So, wir haben schon mal die Presse dran. Ja. Aber jetzt müssen wir warten, bis der Schwader da ist. Der muss ja eh erstmal eine Wurst legen. Ja, und vorher darf ich mit dir nicht zum Feld fahren. Ja. Noch einen Augenblick. Deswegen kann ich ganz kurz was machen, weil das habe ich gestern auch schon gemacht. Habe ich das gestern? Ja, gestern habe ich dekoriert. Da habe ich das nämlich auch schon gemacht. Deswegen wollte ich das heute auch machen. So. Und so. Jawohl. Haben wir. Hallo, Freunde. So. Boah, Steffen hat hier auch noch geknippt. Ja. Und Huhu eingelöst. So, jetzt bin ich fertig. Wie auch gestern ist heute wieder der Kanal vom Marco bzw. Zockerberussen oben angeheftet und einmal im Stream zu finden. Der Link ist auf YouTube, also wer den lieben Marco noch nicht kennt, hat, was auch immer, gerne einmal rüberschauen zu YouTube, ihn abonnieren, einen Kommentar da lassen vielleicht auch und die Videos einmal anschauen. Sind tolle Sachen mit dabei. Ja. Ja. Mensch, hier ist ja ein Gerede heute, du. Ja. Ohren tun ja, richtig die weh. Die Hölle. Niedlich, die mache ich auch mal, Eve. Das ist aber mega lieb von dir. Doch nicht dafür, Marco. Ich finde deine Videos, egal ob es die RP-Projekte sind oder die Let's Plays, so heißt das ja, finde ich alles sehr gut. Timo findet die auch gut, ne? Ja. Und gestern habe ich nämlich noch... Wann habe ich denn gestern gestreamt? Ich weiß gar nicht. Da habe ich nämlich noch vorher immer geguckt und dann war nichts von dir zu sehen. Du musst ja was mal fragen. Aber nee, du hast gestern nichts gebracht. Aber heute wieder. Ja. Doch, genau dafür. Danke, danke, danke. Nein, nicht dafür. Was man gut findet, sollte man auch erwähnen. Ist so. Da habe ich einen Bussi gehört. Maxi habe... Nee, warte mal. Doch, habe der Ehre... Dankeschön für deinen Follow und herzlich willkommen. Moin.
Moin. Moin. Ihr dürft. Jawoll. Steffen, wir dürfen wieder. Ich darf wieder Bruno angucken. Ja. So, dann fahr uns dahin. Sitzt du auf dem Beifahrer? Ja, weil du auf dem Fahrersitz sitzt. Ja, wieso sitze ich denn jetzt auf dem Fahrersitz? Weil du vor mir eingestiegen bist. Aha. Ey, Marleen. Ja. Brennt dir der Helm? Warum? Du hast mein Hemd und meine Weste aus dem Schrank geklaut. Ach, Marleen, Deffin richtet so bei dir. Die lagere ich doch immer unter Steffens Matratze, deswegen riechen die so. Hallo. Den habe ich mir gerade frisch angezogen. Oh. So. Steffen hat Brille auf eingelöst. Schwarz. Alles klar, habe ich auch da. Ich habe immer alles hier liegen. Du hast auch alles, Mann. Ich habe alles. Jawoll. Boah, gleich tausendfacher besseres Bild. Ja, siehst du mehr. Ja. Hab Eier verkauft, die da rumstanden. Jawoll, 3000. Doch, ich wurde so erzogen, Danke zu sagen. Ihr dürft... Und nun muss ich mir das Headset bald noch heute aufsetzen. Das wäre richtig klasse. Aber nicht, wenn du so doll Kopfschmerzen hast. Da geht die Gesundheit vor. Hey, Zwillingsschwester, was geht? Hä? Sitzt du nicht im Bruno? Nee. Ach so, bei mir sieht die aus wie du. Oh ja. Hä, das bin ich. Ja. Wie witzig ist das denn? Oh, du bist rausgegangen. Ja. Außerdem, Marco, du bist auch immer so nett und so lieb. Und dann finde ich das also normal und auch wichtig und richtig, dass man dann auch also gegenseitig nett ist und sich unterstützt und erwähnt. Und man muss nicht immer nur nehmen, man muss ja auch geben. Ist so. So ist das. Hauptsache, mir wird gegeben. Wollte ich gerade sagen, wir sind ja hier nicht wie Timo, der immer nimmt und nimmt und nimmt, nämlich die ganzen Bockwürste und nichts gibt. Wenn die da stehen und keiner isst, die sind zum Essen. Oh, ich muss einen Schluck trinken, ne? Ja, gestern... Ich muss noch was essen. Gestern war ich, glaube ich, 3 Stunden und da habe ich auch so wenig getrunken in den 3 Stunden. Dann war das ja auch schon so spät. Und dann bin ich ja auch ziemlich, also ziemlich danach so langsam dann ins Bett. Und heute Morgen hatte ich auch richtig Kopfschmerzen. Ich habe gestern auch viel zu wenig getrunken. Pff.
würden die Medikamente, die die mir mitgegeben haben, irgendwie wirken, wäre ich in Discord gekommen. Irgendwie wirken die. Aber kein Stück. Hast du keine anderen sonst? Die sonst so, vielleicht die du sonst so nimmst bei Kopfschmerzen oder so? Ja, genau so ist es. Gegenseitiger Support ist immer richtig. Und bei dir bin ich mega gern. Ich bei dir auch, weil du redest auch mit einem. Also wenn du dann live bist und man ist dabei, du redest auch. Und du redest auch einfach so. Du antwortest quasi nicht nur auf die Sachen, die geschrieben wurden oder so, sondern du redest auch einfach so. Und das, dadurch wirkt es halt auch ja, das ist mega. Interessiert. Und man, ja, so, ne? Man fühlt sich da dann automatisch wohl, weil, ja, wie Interesse besteht, so sag ich mal, sich auch mit dem zu unterhalten. Kann ich nicht mithalten mit der Hupe. Ne. Trinken ist immer wichtig, sagt Partybeats. Ja, und ich trinke so wenig, gerade wenn ich hier so stream. Dann will ich immer nicht so trinken, weil ich das dann immer vergesse. Oder dann will ich da noch was machen, hier nochmal kurz hin, da gucken und schon wieder vergessen. Was? Bloß wir trinken, sonst geht es dir wie mir. Alex hat geschrieben, dieser Ares hab ich Schnapsal. Was ist mit Ares? Hab ich Schnapsal? Ich nehme sonst eigentlich weiter keine Medikamente, außer die ich wegen meiner Schilddrüse nehmen muss. Ja, wie ich ja. Haben wir aber auch schon mal gesagt, glaube ich, dass du und ich, wir nehmen so keine Tabletten. Und Schilddrüse, die muss ich auch immer nehmen. Also ich nehme auch keine. Ich müsste nicht mal welche gegen die, also für die Schilddrüse nehmen. Die müsste ich nicht mal nehmen. Aber ich will den perfekten Wert haben. Deswegen nehme ich, also meine ist ganz gering dosiert. Weil ich echt keine nehmen müsste. Also ich wäre dann immer noch auf gut, aber ich möchte perfekt sein. Und mit dieser kleinen Dosierung bin ich auch perfekt. Ja. Ja, reden mit der Community. Reden der Community ist wichtig. Ja, natürlich. Und ich habe ja manchmal habe ich das Problem, ich kenne gar kein Ende. Dann rede ich und rede ich und rede ich und rede ich auch. Genauso, wenn ich sage, ja, jetzt mache ich auch Feierabend. Ich könnte dann noch eine halbe Stunde quatschen einfach. Oh, dann denke ich schon immer, die Leute, die denken bestimmt auch, ja, Mensch, wann kommt ihr denn endlich mal zum Ende? Oh, ist egal. Das ist besser, als wenn das so ruhig ist und nichts geredet wird. Das stimmt, immer bla bla. Ja, ist so. Aber manchmal, wenn Timo und Steffen dann auch nichts reden und auch nichts im Chat geschrieben wird, ja, dann weiß ich manchmal auch nicht, was soll ich dann jetzt reden? Dann rede ich manchmal schon irgendwas. Was mir denn gerade einfällt. Meine sind hochdosiert leider. Oh. Ich habe 50er. 50er, so. Ja, 50er. Und die teile ich mir noch einmal durch. Also quasi 25er. Aber was mich immer nervt, weil die muss man ja wirklich morgens nehmen und am besten eigentlich immer exakt zur selben Uhrzeit. Aber das mache ich dann meistens nicht, weil ich bin mal dann, muss ich aufstehen, dann mal dann. Manchmal bin ich auch noch früher wach, weil die Hunde dann rumnerven. Ja, und weil man ja echt eine halbe Stunde, wenn man die nimmt, eine halbe Stunde danach
Und davor ja auch sowieso nicht, sollst du ja auch nichts anderes getrunken und gegessen haben. Deswegen auch direkt nach dem Aufstehen und dann eine halbe Stunde warten, bis ich irgendwas trinken kann, außer Wasser. Boah, diese halbe Stunde, die geht mir immer auf die Nerven. Oh. Ich finde es super, wie du es machst und mit den anderen beiden Lümmel im Hintergrund passt es super. Jetzt aber, wollen wir aber mal nicht frech werden. Aber du musst zugeben, die reden nicht so viel immer. Und Timo ist immer einer, der ist sehr schnell knatschig. Hast du ja auch mitbekommen. Ich bin dafür, wir brauchen noch Herforder und Simmentaler. Siehst du, jetzt hat er auch so getan, als wenn er das nicht gehört hat, dass er immer schnell knatschig ist. Das habe ich gehört und das stimmt nicht. Doch. Timo, der ist ja immer gut drauf. Ja. Siehst du? Ihr seid Bros und haltet zueinander, ich weiß. Ich habe hier meine Mädchen-Gang, die hält zu mir. Ne, Pauli also, und Faye? Ihr macht es. Achso. Und der Yoshi? Der gehört zu euch. Die 17 hier könnte man auch als Bauland noch mit in Betracht ziehen. Ja, das stimmt. Ja. Da könnte man zum Beispiel die Schafe hinstellen und die Pferde. Weil die Schafe stehen da jetzt auch doof, finde ich, wenn ich ehrlich bin. Ja, und das ist ja so ein Hügel, da kann man hier ein bisschen mit ebnen und so arbeiten. Ja, und wie ich ja gesagt habe, man könnte... Die Pferde habe ich übrigens komplett verkauft mit Stellen. Ja, deswegen, aber ich wollte ja auch wieder Pferde haben. Ach, jetzt habe ich ihn ausgemacht. Ja. Und den könnte man ja super da Pferde wieder hinstellen, plus ja, eben die Schafe. Ja. Ist so. Das ist so. Ja, das ist doch optimal, weil die Kühe, die neuen, die ja noch kommen, die kommen ja auf die 20. Plus der schöne Imbiss und plus der kleine Hofschlachter. Jawohl. Im schönen DLC haben wir auch schöne Schafställe drin, ohne und mit Zäunen. Ja, die gucke ich mir dann auch gleich mal an. Oder morgen, je nachdem, wann ich die platziere. Ja. Kleine Bruno. Der Bruno ist auch süß, oder? Ja. Gott. Da hat einer ein Foto geschossen. Timo hat es zugegeben, ihr habt es gehört. Er hat gesagt, der Bruno, der ist richtig niedlich. Nee, süß. Moin, Tüte Zwiebeln. Ich will was naschen. Schon wieder? Ja, ich brauche Zwiebeln. Ich sehe leider immer nicht, weil mein Chat immer nicht so gut läuft. Steffen, wer hat das gemacht alles? Wer hat ein Foto geknipst und wer hat die Musik also, angeschmissen? Also ein Foto habe ich gemacht. Ja? Ja. Und die Musik? Weiß ich nicht, das gibt eine Anzeige. Siehst du das auch nicht im Chat? Nee. Oh, mir wird das auch immer nicht angezeigt. Das ist immer sowas von blöde. Müsste mal Timo gucken.
Aber ich gucke in dem anderen Chat jetzt hier nach. Dann sehe ich das. Den pinne ich mir jetzt auch der an. Der Marco hat trinken erhalten, 150 ja. Steffen hat Knipsen. Ich muss mir hier den Chat ablösen. Weil dann sehe ich wenigstens alles. Das lübt sonst immer nicht. So. Sonst ist das immer weg und das ist so doof. So. Ja, genau das möchte ich. Yoshi. Habt ihr das gehört? Das war Yoshi. Der hat geschnallt. Das warst du doch. Nee, das war Yoshi. Timmy macht Huhu. Denk dran, du musst noch trinken. Marco hat trinken gemacht. Ja, mach ich gerade. Aber ihr müsst auch alle was trinken, nicht, dass ihr das nachher vergesst. Nee, das reicht ja, wenn du trinkst. Dann brauchen wir nicht noch trinken. Nee, ihr müsst auch trinken. Ich und Frech? Niemals. Bin der Netteste überhaupt. Also frech werde ich nicht. Mhm. Pferde sind ja mal gar nicht meins. Nee, meins sind so auch nicht Pferde. Aber so, die so stehen haben und so angucken, finde ich gut. Marco hat schon wieder geknipst. Oh. Ich gehe mal auf Klo. Ja, ja, habe ich auch schon überlegt. Ich müsste auch schon wieder. Ich habe immer meine Flasche Wasser in der Nähe. Das ist auch richtig. Ich habe jetzt hier nur so eine kleine. Ja, haben wir jetzt den Wender gemietet oder ist er gekauft? Das weiß ich nicht. Ich auch nicht. Wo haben wir denn gemietete? Oh, wo sind denn nochmal die gemieteten? Ach so. Gemietet. Den Schwader haben wir gemietet. Ey, das ist so. Ich bin wirklich lieb und nett. Frech weiß genau. Gar nicht, was das ist. Genau wie bei mir, siehst du? Ja. Ihr Bäder. Der kleine Hofschlachter kriegt seinen neuen Platz. Der ist doof hier. Soll ich ihn verkaufen? Ja, kannst du ja schon. Der kommt ja allerspätestens morgen wohl auf seinen neuen Platz. Guck mal, was wir hier für einen Platz kriegen, wenn die Schweine auch noch umziehen. Ja, und die Schafe ja auch noch. Die Schafe gehen dann ja auf die 17. Ach ja, die 17. Schafe ziehen ja auch noch um. Und dann haben wir nämlich auch mehr Platz für Sachen zum Hinstellen, Unterstellplätze und so. Ja, dann können wir hier eine große neue Halle bauen. Ja. Diese wie da, wie vorne am Anfang, nur die große mit Licht, die, ja. Die du gebaut hast da, die neue jetzt. Eine von den neuen, ja. Ja. Beide immer lieb und nett und total schüchtern. So ist das. Absolut richtig. Ja. Oh. Eher andersrum. Hallo,
genau, andersrum. Wir sind beide immer lieb und nett und total schüchtern. Nein, wir sind schüchtern und lieb und nett, genau, Steffen. Ich hatte gerade Hallo Freunde laufen. Hallo Freunde. So, ich muss jetzt auch erstmal einmal kurz Pischern gehen, bevor ich jetzt irgendwas mache. Timo weiß auch, glaube ich, gerade nicht, was er machen soll. Doch. Ja? Ja. Was denn? Ich schwabe. Du lässt schwaben. Ja, ich wollte gerade sagen. Und beaufsichtige meinen Lehrling beim Pressen. Du verwechselst immer wieder was, Timo. Du musst mal zum Arzt gehen. Das ist nicht gut, wenn man was vergisst. Siehst du, Steffen ist nicht immer lieb und nett. Nee. Ich bin gemein. Ich bin so wie Marleen. Oh, ich bleib hier immer hängen. Ich bin überhaupt nicht frech. Ich bin immer lieb und nett. Ja, das stimmt. Das ist auch gut so, Party Beats. Ja, ich wollte nämlich auch gerade sagen, aber bist du das auch wirklich immer lieb und nett oder sagst du das nur? Also ich bin's immer, wie ihr wisst. Mhm. Also Timo tüdelt schon mal. Ich bin auch immer lieb und nett. Also ich glaube, ihr müsst auf meine Karte kommen, dann lernt ihr arbeiten und das alleine, ohne Helfer. Aber Marco, Montag kommt das Curseplay-Tutorial von Marleen an Marco. Du wirst das lieben. Ich war auch immer so und so. Hab immer gesagt, oh, selber arbeiten. Aber jetzt? Ich lieb's immer mehr. Man kann so gucken, man kann rumfahren, alles beobachten, wo was läuft. Man kann ja alles anreißen. Man fährt ja nicht nur die ganze Zeit mit einer Maschine. Du kannst ja überall, wo du was arbeiten lassen möchtest, anreißen. Kannst überall gucken und kommst voran. Und Steffen hat schon wieder ein Foto geknipst, du. Oder? Ah, siehste. Jetzt weiß ich auch, was ich machen wollte. Ich wollte das doch so machen, dass der wieder selber in den Discord das reinpostet, weil wenn ich das jedes Mal machen muss, dann muss ich ihm erstmal durchgucken, welches Foto das war. So. Ja. Ja. Was ist denn so? Floppy Copy. So, ja, bin ich immer, sagt Party Beats. Das finde ich dann gut. Ich bin auch meist, also ich bin meistens. Ach nee, eigentlich auch immer. Ich bin's auch immer. Bist noch was, wenn du schläfst. Ich bin es auch immer, hat Mutti früher auch immer gesagt. Also immer, wenn ich schlafe, sagte sie mal. Siehst du? Bei mir auf dem LS-Server ist auch immer was zu tun. Auch mit CP. Also ich liebe das jetzt wirklich. Ich muss mich nur noch mal so intensiv so ein, jeder zwei Stunden kann ja mit spielen, beschäftigen. Wie es ihm Spaß macht, ne? Mir macht das zum Beispiel keinen Spaß ohne CP und Autodrive. Los, ab auf die Toilette mit dir. Ja, muss ich. Jetzt muss ich auch wirklich mal kurz gehen. Und Floppy Copy. Moin. Hallöchen. Ja, CP und AD ist auch mit drauf. Ja, das ist klasse, oder? Ich war sonst... Ja, was heißt nicht so der Fan? Ich finde das schon gut, aber nicht nur. Aber jetzt mittlerweile... Das ist viel toller, so da überall gucken.
Vor allem, es läuft ja auch viel ordentlicher, sag ich mal, als wenn man das selber macht. Außer, dass wenn die auf der Straße fahren, die gucken ja gar nicht, die fahren einfach. Und Alex hat eingelöst, Befehl hinzufügen. Alex, welchen Befehl möchtest du hinzugefügt bekommen? Floppy Copy geht's gut wie immer. Party Beats, ja klar. Ich nutze aber meistens nur AD als Abfahrer dort und CP eher sehr selten. Ich habe das alles auch immer sehr selten genutzt, außer, ich weiß gar nicht, irgendwann habe ich es auch schon mal mehr benutzt. Da hatte ich das auch ein bisschen besser wieder drauf. Mit CP und den Krams. Aber jetzt muss ich mich erstmal wieder damit ein bisschen beschäftigen. So, aber jetzt wirklich, jetzt gehe ich auch kurz auf Toilette. Marco freut das, dass es dem Floppy gut geht. Und Floppy Copy ebenso zum Marco. Ja, und bevor ich jetzt aufs Klöchen gehe, also wer den Marco nicht habt, nicht kennt, oben ist der Kanal von Marco angepinnt. Auf YouTube einfach mal vorbeischauen, abonnieren, kommentieren und Däumchen da lassen. Ganz viel Liebe. Und ja. Hier auch. Ja. So, ich gehe jetzt mal kurz aufs Klöchen. Bis gleich. Bis gleich. Lass laufen. Ja, auf Klo. Gute Idee, Marco. Und genau deswegen fand ich Konsole schon kacke. Das kannst du gar nicht vergleichen, LS, ne? Konsole mit PC. Marlene erklärt das auch sehr gut auf YouTube in ihren Tutorial-Videos.
Da bin ich wieder. Sehr gut. So. Sehr gut, das glückt hier ja. Wir sind ja gleich fertig, Steffen, du. Ja, wir sind schon lange fertig. So, ich gucke jetzt einmal, was hier geschrieben wird. Und natürlich auch, Dankeschön, das wollte ich als erstes machen. Dankeschön für den Follow, der gekommen ist. Und zwar muss ich einmal gucken. Mensch, das hier immer alles wieder öffnen. Ronny ist lieb. Dankeschön für deinen Follow und herzlich willkommen. Moin. Moin. So, und nun gucke ich hier einmal schnell. Oh, da hat schon wieder geschmatzert. Floppy Copy, dankeschön auch für deinen Follow und herzlich willkommen. Moin. Moin. So. Da war Party Beats oder Eimer unter den Tisch stellen. Oha. Dann nicht so gut. Marco, gut. Nutze CP und AD nicht viel, da ich mich nicht auskenne damit und bis vor kurzem nur auf der Konsole unterwegs war. Und da gab es das nicht. Da habe ich eben alles selbst gemacht, aber dafür gehe ich bei euch in die Lehre. Ja. Nee, kein Stück. Das kann man nicht vergleichen. Ich bereue den Wechsel nicht. Ich warte nun auf das Video von Marlene erklärt Marco die Welt. Jawohl, das kommt Montag. Auch nur ein Tipp. Und mit wem soll ich jetzt zocken? Floppy, ich habe fast alle Projekte Crossplay. Ja, bei Marco kann man mitspielen. Hier nur PC. Das ist lang her, sagt der Marco. Den Chef, der definitiv ewig her, Bussis. Ich bin wieder aktuell. Floppy, richtige Entscheidung, einen Follow hier zu lassen. Lohnt sich wirklich. Das ist aber lieb geschrieben, Marco. Ich bin wieder auf dem aktuellen Stand. Ich bin wieder auf dem aktuellen Stand der Dinge. So. Aber ich habe jetzt die letzten Folgen hier, also quasi gestern, und habe ich vorgestern auch schon gebaut? Nee, da habe ich nicht gebaut. Aber gestern habe ich sehr viel gebaut. Ja, gestern und vorhin. Ja, und vorhin, ja, als Fußball lief, Fußball, da habe ich auch gebaut. Aber ich wollte heute jetzt, und ja, je nachdem, wie weit ich komme, das wollte ich nämlich mal gucken, weil ich wollte doch Feld 20 langsam zu einem Muku-Feld bzw. Hofschlachterfeld machen und Schöners Imbiss. Niedlich. Und lecker, die Mukus. Da fährt er. Der Timo. Fährst du hin, Timo? Ach, du fährst die Beine weg. Marco, was sagt dein Kopf? Brumm, brumm. Hm.
Nee, Fußball hatten wir auch. Mega toll gewesen. Fußball hatte ich an. Mega ärgerlich gewesen. Ja, für Steffen auch. Ja, aber jetzt ist es vorbei. Ja. Deswegen wollen wir davon auch gar nicht wieder anfangen. Na, der Blick geht nach vorne. So ist es. Und wir brauchen nie wieder so ein Theater haben, weil Bayern jetzt die nächsten 10 Jahre wieder Meister wird. Das ist so, da muss ich dir rechnen. Weiß ich. Aber ganz ehrlich, was hätte der braucht, wenn Dortmund Meister war und immer in 10 Jahren? Das Problem ist, Dortmund wird größenwahnsinnig und das war noch nicht in sicheren Tüchern. Die sind ja schon eine Woche vor dem Spiel davon ausgegangen, sie sind sicher Meister und haben dann die Fresse auf. Und das ist das Problem nämlich. Und Mainz hat im Voraus gesagt, die liefern und die haben geliefert. Ja, das finde ich auch gut so. Marco, das ist ja nur die Wahrheit. Und Floppy, hier ist einer im Hintergrund, der ist genauso schüchtern wie ich. Und vor allem auch so lieb und nett wie ich. Fast noch viel lieber. Und schüchterner. Boah. Nee, du. Wo bin ich hier gelandet? Ihr spinnt rum. So, also hier vorne auf jeden Fall. Ja, vorne an. Also quasi so auf Höhe von der Weide möchte ich auch die Weide haben für die anderen Mukus. Möchte ja so gerne die Schweizer haben. Und natürlich, wir haben auch noch mehr. Aber ich will nicht das ganze Feld als Muku-Weide nehmen. Da wolltest du auch noch einen Schweinestall drauf donnern. Oh, guck mal, Marco. Jetzt kommt es raus. Du bist gar nicht schüchtern. Floppy Copy hat's geschrieben. Und tüdeln tust du auch noch. Oh, nee, du. Genau, die Schweine, aber wir haben noch, doch einen Viehwagen haben wir seit gestern, ne? Oder vorgestern, seitdem haben wir einen Viehwagen. Ja, wir haben einen oder zwei. Ja, genau. Einer war so billig, deswegen habe ich die gekauft aus dem Gebrauchtshop. Ja, ich muss mal gucken, weil ich wollte ja, eventuell will ich zwei platzieren, aber ich weiß nicht, ob man das so sieht, wie groß der ungefähr ist. Oh doch, das Ding ist ja riesig. Oder? Wie bitte? Ja, ich sehe nicht genau, wie groß der Radius ist vom auf eine Kuhweide. Musst du einmal sonst hinstellen und dann wieder wegnehmen. Ja, das geht auch. Das mache ich einmal. Ah, da. Ja, oder auch nicht. Muss ich hier hinten auch nochmal hinstellen. So. Oh nein, ich habe vergessen, zu offen zu platzieren, hier den Platzierung zu machen. Jetzt habe ich auch, wie du das manchmal hast, dass der Boden hoch ist. Ja. Oh. Das kostet teuer. Ja, ist nicht so schlimm. Ich hätte eh hier bearbeiten müssen. Ich will ja eine gerade, also jetzt ja, vielleicht nicht da, aber ich will ja eine gerade Fläche haben für den Hofschlachter und für den Schöner Immers. Oh nee, du, habe ich es echt vergessen. Und beim ersten habe ich eben noch dran gedacht. Ich denke, bloß Dreieck drücken. Das Spiel war wirklich toll, fand ich. Und Dortmund hat die Sache in der Saison selbst oft genug aus der Hand gegeben. Nun heißt es einfach nach vorne schauen. Dortmund kann auf die Saison
aufbauen. Mehr sage ich dazu nicht. Und ey Floppy, warum fällst du mir in den Rücken und das mit Messer voraus? Das ist ein ehrlicher. Nee, der Marco war und ist ganz netter und ein wunderbarer Chef bei LS. Ach so, meine Kopfschmerzen sind leider immer noch sehr stark. Das ist schade. Raccoon 66, Hallöchen und herzlich willkommen. Dankeschön für dein Follow. Moin. Moin. So, auf jeden Fall sehe ich jetzt, wie groß das ist. Davon könnte ich eventuell... Eventuell zwei. Eventuell. Aber so viel Platz ist auf der 17, nee, auf der 20 auch nicht. Raccoon sagt guten Abend zusammen. Guten Abend. Hallöchen. Moin. Jetzt muss ich jetzt mal den Bogen machen. Das ist was. Ist das der? Nee. Der. Raccoon macht ganz viele. Upsi. Was sind das für Kleeblättchen? Kleeblättchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Es hat komisch bei mir gedingst du dem Öhrchen. Das war ein komisches Geräusch. Das weiß ich noch gar nicht. Das kenne ich noch gar nicht. Und noch mal. Oh. Dankeschön für die 100 Bits, wenn ich das richtig sehe. Vielen, vielen lieben Dank. Jetzt habe ich es gesehen. Guck mal, bin ich mit der Maus hier ganz hinten hin. Das war nett gesagt. Ja, bitte gerne. Danke, danke, danke. So. Hast du aber ein Plateau hingegessen, du? Ja, das kam. Ich hab's nämlich vergessen. Soll ich das wegmachen? Ja, ich bin auch schon dabei. Aber ich war hier gerade am Luschern, was im Chat los ist. Mach in Ruhe. Ach, machst du doch nicht mit? Doch. Jetzt machen wir da beide. Oder hast du da nichts gemacht? Ach doch, du bist auch dabei. Marco hat ein Foto geschossen. Ich habe das Foto jetzt wieder so gemacht, dass das im Discord gepostet wird. Direkt. Aber leider in den falschen Kanal, also in den Hauptkanal. Das ist ein bisschen doof. Oh, die sind süß, die Hunde. Sind das Huskies? Die sind süß. Bist du noch dabei hier mit dem Anpassen, weil sonst ist das blöde? Ja. Okay, dann mache ich nix. Die Öhrchen. Eigentlich habe ich mir den Chat so aufgemacht, weil mein Handy, das hat irgendwie keine Lust.
Besser kriege ich das nicht hin. Oh, aber hier noch die eine Ecke. Richtung Bruno vielleicht hin. Oder wirkt das nur so komisch? Nee, ich glaube, das wirkt nur so komisch. Alles gut. Kann ja auch vorne eben ein bisschen sein, wo die Kühe stehen. Ist ja realistisch. Na, nicht immer, weißt du noch. Ich und LKW auf der Leitplanke. Ach, die Kleeblätter waren auch Bits. Dankeschön, Rikorn. Rikun wird das, glaube ich, gesprochen, oder? Ach, Speer. Das sehe ich nämlich gerade da oben langlaufen, weil jetzt sind es 106, dann waren die Kleeblättchen es nämlich auch. Nee, die Glücks... Ja, Kleeblätter sind das doch. So, aber ich muss jetzt hier einmal gucken. Weil ich könnte ja rein theoretisch... Ich muss ihn mir nochmal neu nehmen. So. Ja, wenn ich jetzt wüsste... Nach welcher Seite? Die blauen Träger sind die Außenseite. Ja. So. Alles klar, dann könnte ich nämlich hier ja einen hinstellen, weil der hat ja, davor hat er ja nichts. Er hat ja dahinter die Kuhkoppel quasi, Kuhweide. Ja, aber drück 3. Ja. Habe ich jetzt, glaube ich, schon. Ich muss mir mal kurz das Fenster lieber aufmachen. So. Ja, freier Modus ist an. Ich hatte ihn an, habe ihn wieder ausgemacht und jetzt wieder an. So. Ein Stück. Man braucht ja auch ein Stück Einfahrt. Wenn die vorne stehen, ist auch doof, wenn die direkt vorne stehen. Ja, da werde ich sie platzieren. Weil dann kann ich dahinter noch einen platzieren. Geh lieber ein bisschen zur Mitte. Also wieder nach oben. Nicht, dass du den jetzt auf die Straße platzierst. Ja, aber ich glaube, der war nicht nach links und rechts. Der ist nur nach oben quasi. Ich mach den jetzt hier so hin. Ja, siehst du, das war gut. Jetzt muss man den Boden dann selber anpassen. Weil sonst ist die Tränke da hinten oder der Futterdings nämlich weg. Ich mach das, dann kannst du weiter platzieren. Okay. Nein. Rikorn? Zu was sagst du jetzt? Nein, Rikun oder Rikorn? Könnte jetzt noch einen dahinter stellen. Aber die Schweinchen brauchen auch noch Platz. Sehe ich dann irgendwann, ne, wie viel Platz die brauchen, damit ich den Zaun auch so setzen kann? Hättest du gesehen, wäre da Gras. Toll. Die können sich ja auch überlappen, ne? Gut ist das nicht. Okay, dann muss ich hier hinten weiterhin. Aber so groß war der nicht. Das müsste alles hinhauen, so. Ja, den vielleicht ein bisschen hier so hin. Oh,
Oder den kann ich ja auch so hinstellen. Ich stelle den so hin. Da Smokey. Freies Platzieren. Boah, das habe ich aber... Guck, jetzt siehst du das. Abgemessen. Was? Die Fläche. Ja, die sehe ich. Ja, ich habe schnell Gras gemacht. Ach so. Ja, Rekon, nicht Rekun. Alles klar. Definitiv, Lobby. So langsam ist der Kontakt zu allen von damals wieder da. So. Jetzt kannst du rein durch den anderen auch nochmal wegnehmen, dann siehst du das ja. Oder willst du da alle auf ein Ding machen? Wie alle auf ein Ding? Steffen hat U gemacht. Genau. Wie meinst du alle auf ein? Ja, ich kann den nochmal wegmachen. Die jetzt, ja. Ja, warte mal. Ich mach den jetzt weg und stell den auch daneben. Okay, habe ich weggemacht. Dann mach mal Gras dahin, oder hast du Gras? Ja. Moment. Jetzt. Okay. Daumen drücken, dass das passt. Boah. Ich guck nicht hin. Alles klar, ist platziert. Und? Passt. So ist gut, oder nicht? Dann gern genau bis hier hinten die Kühe. Du hast die jetzt aber überlappt. Meinst du, die überlappen jetzt immer noch? Ja, sehe ich doch. Meinst du nicht, das ist hier genau aneinander? Weiß ich nicht, ist auch egal. Ich glaube, die sind genau aneinander. Schaut doch ordentlich aus, was ihr da macht. Ja, oder? Dann gehen bis hier ja jetzt die Kühe. Und die Schweinchen, die kommen dann hier hinten hin. Weil von hier vorne denn ist ja logisch. Das muss ja von der Hauptstraße ausgehen. Also zumindest ersichtlich sein, dass hier dann der schöne Imbiss hinkommt. Der wäre ja doof, wenn der da hinten wäre. Die Schweinchen kommen auf den Grill. Ja, lecker. Hallo, Freunde. Doch, ich denke, das ist gut. So, Schweine kann ich ja auch schon platzieren, ne? Ja. Wenn du das jetzt machen willst, ohne dass ein Zaun da ist und so weiter.
Ach so, ja, weil ich sehe jetzt ja auf dem Rasen die ganzen Umrandungen, wo was ist. Ach so, du kannst das jetzt so, ohne dass da was ist, vor Augen sehen, wie das werden soll und so. Das kann ich nämlich nicht. Ich muss das eins platzieren und fertig machen, damit ich das nächste machen kann. Ja, kannst du das nicht? Nee, dann passt das nachher alles nicht mehr. Ich sehe das doch hier alles und dann weiß ich doch, wo ich einen Weg haben will. Ja, das ist gut. Ich kann auch erst den Zahn ziehen, ist ja nicht so das Ding. Ach Mensch, welcher war denn nochmal der richtig tolle Zaun? Brille auf! Rosa! Jawoll, Steffen, dann sehe ich auch wieder besser. Oh, da hast du gerade durchblickt. Ist so. Oh, jawoll. Richtig gut, hier gerade beim Bauen. Jetzt ist die Lehrerin wieder da. Ja, aber die eher mit der Schwarzen, oder? Das stimmt, da hast du recht. So. Oh, sehen beide schön aus. Ich mag von der Brille her, lieber mag ich die rosane. Also vom Rahmen so mit dem Metall, sag ich mal, als wie mit dieser Plastik. Und du, Timo? Nö, egal. Die grüne. Immer diese Raucher? Warum Raucher? Wer raucht? Ich nicht. Ich auch nicht. Ach Lappi. Da! Auf den Schrecken muss ich erstmal und Schmöker. Mensch, welcher Zaun war noch mal der richtig tolle? Das weiß ich nicht. Wir hatten so einen richtig tollen, der so richtig toll zu den Kühen passte. Aber welcher war das von den ganzen? Ich finde den da zum Beispiel gut mit den. Der Reiche-Leute-Zaun? Nein, nee, es ist kein Reiche-Leute-Zaun. Den Stacheldrahtzaun, und dann gibt es noch einen besseren Stacheldrahtzaun. Stacheldrahtzaun? Was, oder was willst du für einen Zaun? Ja, so ein Kuhzaun, der so richtig dazu passt, zu den Kühen halt. Da hatten wir mal irgendeinen guten. Den haben wir hier nicht drauf, der ist auf unserer Karte. Ach so. Doppelstabmattenzaun. Das reiche Leutezaun. Ja. Maschendrahtzaun. Mit Toren. Stacheldrahtzaun und Holztor. Ja, den finde ich zum Beispiel gut, den du jetzt hast. Den Maschendrahtzaun mit Holztor? Ja. Oder Weidezaun vom Weidezaun-Pack. Das ist hinter deinem Randstein-Set. Hinter meinem Randstein. Ja, wo war denn mein Randstein? Ach, der Weidezaun. Ich muss mir den mal einmal... Ja. Aber jetzt muss ich mir auch noch mal den anderen angucken. Kannst ja auch so, als wenn du platzieren willst, mal eine Reihe ziehen. Ja, mache ich ja gerade. Ach so. Maschendrahtzaun mit Knallerbsenstrauß dann aber bitte. Knallerbsenstrauß.
Das muss Manuel singen in seinem Dialekt. Oh ja, das gab doch mal dieses beschissene Lied, oder? Irgendwas auch mit Maschendrahtzaun. Das kann ich gar nicht nachgucken, aber ich werde diesen nehmen, den finde ich sehr hübsch. Oldschool Gaming, Hallöchen. Guten Abend. Moin. So. Achso, die Einfahrt werde ich ja auch noch hier drüben machen. Ja. Ja. Die Einfahrt da, wo der Tiertrigger ist, oder? Also ich mache den jetzt gegenüber von der anderen Kuhkoppel. Quasi, dass es so identisch ein bisschen ist. Aber dann fährt man ja direkt an den Triggern vorbei. Das ist ja so. Ob, ja. Also ob du nun von gerade rauf fährst oder von der Seite. Ja. Ja, von Stefan Raab. Ach ja, stimmt. Das Maschendrahtzaun-Ding. Oh. Was ein Cheat das gibt. Ist ja so. Ach, herrje. Was? An mir ist gerade der Hahn vorbeigerannt. Welcher Hahn? Der Hühnerhahn. Ach, herrje. Und er hat immer gerufen, ich hab mich geehrt, ich hab mich geehrt. Und hinterher ist eine Ente gerannt, die hat immer gerufen, das macht doch nix, das macht doch nix. Moin, Zuckerbrusse, was für eine Brusse bist du denn? So. Ja, gehe ich jetzt mit der Straße oder lasse ich die Straße einfach so schräg gehen, wie sie geht und ziehe den Zaun gerade? Ich ziehe den Zaun gerade. Ein Vize-Borosse. Nee, den Zaun so gerade ziehen, dann... Nee, das sieh ist... denn doch knapp. So, wie es da geht. Wie die Bäume so sind, ne? Ja, aber warum ziehst du da vorne einen Zaun? Hä, wo? Ah, hier. Hä, da bin ich noch gar nicht. Da habe ich Zaun. Ja, warum? Ja, weil das doch die Einfahrt hier werden soll für auf die Kuhkoppel. Okay. Weil hier ist ja der Trigger für die Tiere. Hier. Ich sehe den Trigger. Auf der Seite sind ja die Kühe. Und auf der Seite hier ist ja nichts. Es gibt nur eine wahre Borussia. Ja, Vize. So, ja, ich dachte, man kommt von hier rein, gegenüber von dieser Einfahrt da, weil damit das identisch ein bisschen ist. Ja, mach einfach. Dann fährst du hier rein und fährst hier zu den ganzen Sachen. Also über die Kuhweide fahre ich und dann wieder aus der Kuhweide raus hier vorne. Hä, die Kühe sind doch hier auf der Seite. Ja, wo fahre ich rein? Ja, hier. Ich fahre hier rein. Ja, und fährst denn und hier und dann hin? Bin ich auf der Kuhweide. Hier ist Kuhweide. Ja, ich weiß ja nicht, wie du fährst, aber ich kann den Zaun dir gerne nochmal wieder wegnehmen. Dann mach einfach, wie du meinst. Oh, das ist ja anstrengend. So, fertig mit meinen Kartoffelernten auf der NF-Marsch.
Jetzt hast du Feierabend oder machst du noch was? Party Beats. Zuckerbrust leider ja. At Old School Gaming. Sollte halt nicht sein, aber Mund abwischen und neu angreifen. Das ist wichtig. Immer neu angreifen. Schließlich habt ihr einen Titel zu verteidigen. Vizemeister. Und Old School schreibt an Marco. Ja klar, auf jeden Fall. Mein Herzensverein muss noch in die Relegation. Fünf Felder müssen noch gepflügt werden, sagt Party Beats. Machst du die heute noch? Nee, ne? So. Jetzt machen wir Timos Eingang vorne hin. Eben unidentisch. Ups. Das ist jetzt der Trigger weg. Habe ich jetzt die Kuh? Ich habe die Kuhweide verkauft. Muss ich den mit Haar wegmachen? Hoffentlich geht er mit Haar wieder weg. Steffen hat geknipst. Hast du geknipst? Ja. Oh ja. Du musst doch festgehalten werden. So. Ja, sind die das jetzt, die Fenze BR? Ah, muss ja, oder? Aber ich stelle jetzt die Fahrzeuge weg und Flügen mache ich Montag dort. Morgen erstmal Mods-Update auf dem Server und da dann erstmal den Roggen enden. Den Roggen. Mensch, Steffen. Marlene. Der Zaun, meinst du, das ist Fans BR? Weil eigentlich ist das ja der Maschendrahtzaun. Aber wenn ich den jetzt verkaufe, dann kommt bei mir mal Fans BR. Nicht, dass ich hier jetzt irgendwas anderes verkaufe. Den jetzt wegmachen willst? Ja. Hast du den angeklickt? Ja, mit H. Na, dann ist es der bestimmt, weil ein anderer Zaun ist da hier nicht. Ja, aber nicht, dass ich irgendwas verkaufe. Oldschool Gaming, dankeschön für deinen Follow und herzlich willkommen. Moin. Moin. Was? Willst du den Mac machen? Ja. Marco hat auch geknipst, du. Alle Knipser hier. Knipsers. Ich drücke Stuttgart die Daumen, vor allem wenn es der HSV wird. Ich drücke auch Stuttgart die Daumen. Um Gottes Willen, spielt HSV noch um die Relegation? Ja. Also ich bin dein VfB-Fan. Also ich bin auf jeden Fall der Fan, der absolute, ich bin der größte Fan denn dann. Vom Gegenverein. Also gegen HSV. Auf jeden Fall. Boah, nee, du. HSV muss unten bleiben. Das schaffen die eh nicht. Ah, die sind ja runter in die zweite und haben ja gleich gesagt, nächste steigen wir gleich wieder auf. Ja, die sagen so Fülle. Das ist das gleiche wie mit Dortmund und Meister werden. Jetzt ist gut. Alex ist auch noch dabei. Oh, ich drück euch. Dankeschön. Oh, nicht dafür, Oldschool.
so? Ach so, ich warte die ganze Zeit, dass Steffen das hier vielleicht mal versucht, aber Steffen... Nee, ich konnte, ich hab da, nee, ich hab da keine Rechte für. Natürlich. Nee. Mit H? Oh, es war richtig. Ich hab's einfach gemacht. Ich bin volles Risiko eingegangen. Volles Risiko, aber sowas von volles Risiko. Mit dem Baumenü kann man auch Stunden verbringen, ja, oder? Ich habe gestern schon so viele Stunden gemacht. Nächste Saison wieder Hansa Rostock gegen Scheiße 04. Da bin ich bei dir, Marco. Ich bin auf jeden Fall, wenn es ums Fußball geht, immer, auf keinen Fall, niemals nie für HSV oder St. Pauli. Meh. Nee, nee. Jetzt muss ich dir ja wieder platzieren. Dir auch viel Spaß, Oldschool. Ah, wünsche euch noch viel Spaß. Zocke jetzt noch ein bisschen ETS, wobei ich LS auch mal wieder spielen sollte. Siehste? Und ich müsste mal wieder ETS spielen. ETS habe ich auch schon ewig nicht mehr gespielt. Dabei ja, ist ETS muss ich auch nochmal spielen. Dabei ist ETS auch gut, aber ETS ist nichts, wo ich so Stunden verbringen kann. Bei ETS ein oder zwei Aufträge, wenn die weiter weg sind, gut, so, ne? Also ich sag mal, eine Stunde, maximal eineinhalb Stunden, dann ist bei mir bei ETS auch schon wieder der Dampf erstmal raus bis nächsten Tag. Ich kann das nicht so lange spielen. Es macht Spaß, aber ich möchte es mir auch nicht verkacken. Und wenn ich dann eine Stunde oder eineinhalb fahre, dann ist bei mir immer wieder Schicht im Schacht. Dito. Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall, egal zu was du dich entscheidest, Old School, ob du dich nun vielleicht doch für LS entscheidest oder ETS, wünsche ich dir auch noch viel Spaß beim bisschen Spielen und einen schönen Abend. Und Dankeschön, dass du vorbeigeschaut hast und da warst und im Chat geschrieben hast. So, ich muss den hier jetzt wieder platzieren, weil ich den aus Versehen verkauft habe. Wo ist denn der andere da? So. Marlene, weißt du noch, als du aus Versehen deinen Schlepper verkauft hast? Ja. Der arme kleine Bruno, der war auf einmal weg. Oh, das war traurig. Ich sächte das. Das war so schiete. So, sehr gut. Steht. Ja, müssen wir alle mal zusammenspielen, ETS, Marco. So, Floppy ist zurück vom Schmücken. Und Oldschool Stream ist aber nicht. Muss es erst mal reinfinden. Hihi. Sehr gerne. Oldschool spielt es meistens alleine. ETS muss ich auch wieder zocken. ETS könnte ich im Multiplayer 12 Stunden spielen. Müssen nur die richtigen dabei sein. Ja, es kann lustig sein, aber es kann auch... Aber wenn dann da nicht so... So die Stimmung ist, dann ist das nicht so lustig. Es muss lustig sein. Ich habe das auch schon mal ein paar Stunden gespielt. Haben wir, glaube ich, alle mal ein paar Stunden gespielt, ne? Ja. Aber das kommt auch wirklich drauf an. Also auf den Tag, auf die Stimmung, auf die Aufträge, so alles. Wie die Motivation ist. Ich kann nicht von vornherein sagen, oh, jetzt setze ich mich hin und spiele jetzt 4 Stunden ETS oder 5 oder was auch immer. Das sehe ich erst beim Spielen. Und bei mir ist sowieso, ich finde zum Beispiel im LS die Fahrzeuge wesentlich schöner als wie im ETS. Deswegen, also ich kann eher mit LS Stunden verbringen. So, Timo möchte den Zaun vorne haben.
Steffen, was machst du? Gar nichts. Ah, machst du auch nichts? Nep. Ja, warte, dann zieh ich noch den Zaun. Hier vorne. Ich besorge einen Güllewagen. 11:30. Oh, das ist schon 11:30. Ja. Rekorn macht Anhänger, Anhänger, Trecker. Zockerbrüssel muss wohl morgen mal mein Volvo abstauben und den Schlüssel rumdrehen. Gar nichts machen kann ich auch sehr gut. Marco, kauf dir einen neuen MAN, der ist gut. Ja, der neue MAN. So. Man muss ja auch... Da muss ja auch ein bisschen Platz sein. Zieh ich den jetzt so? Nee, das ist doof. Ich zieh den so gerade. Ist egal, wie die Kühe laufen. Das sieht sonst ja beknackt aus. So. Ja, Marco, da kommt der Bein der neue Volvo. Im Spiel. Im ETS fahre ich Scania. Nein, nichts geht über meinen mattgrauen Volvo FH 750. Siehst du? Und ich, wenn, dann ETS Mercedes. Ich fahre im ETS auch Scania. So hat jeder immer seins. Und zwar mein Scania mit meinen eigenen Skins. Genau wie Marlene. Du, Timo. Was ist? Ich glaube, da musst du den Boden noch mal kurz machen. Da macht der Zaun so eine Welle nach unten. Wo? Ja, warte, ich gehe da mal hin. Ich weiß ungefähr, wo das ist. Ja, hier. Da brauche ich gar nicht lang suchen. Ja, das ist ein hübscher Zaun. Oh, der ist richtig hoch. Das ist dann für so wilde Bullen. Wie Steffen. Ja. Ich bin Bulle. Und du bist ein Kälbchen, Timo. Zum Glück kein Ochse. Jawohl, jetzt ist das doch besser. Ich meine, wir haben jetzt zwar immer noch eine Kuhle. Kann man das hier vielleicht noch ein bisschen angleichen? Oh, muss nicht, aber... Lass das so. Ja, gut. Das ist gewachsenes Land. Ja, ist es ja auch. So, jetzt geht's noch mal schnell in die Zäune. Muss ich doch noch ein Stück nach hier. Da fährt der kleine MB-Truck. Der ist gerade vorbeigezischt. Wir haben ganz viele Scans. So, bis dahin geht die Kuhkoppel, alles klar. Kann man das?
so machen. Der sieht gut aus, der Zaun. Ja, der ist hübsch. Schöne Viehweide. Ich finde den auch richtig super. Finde ich gerade gut so mit den Wellen im Boden. Ja, aber das war eben richtig extrem. Ja, das habe ich gesehen. Alles gut. Gute Nacht, Marco. Gute Besserung. Gute Nacht, Marco. So. Ob ich den neuen Volvo fahren werde, weiß ich nicht. Bin mit den ich jetzt habe zufrieden und gehe mit denen auf die 100 Kilometer zu. Und ich habe mal versucht, ein Skin zu machen. Dabei ist damals mein Laptop abgestürzt. Und, so ihr Lieben, mein Kopf bringt mich um und werde versuchen zu schlafen. Wir hören uns morgen Abend. Wünsche euch allen noch viel Spaß und später eine gute Nacht. Dankeschön, Marco. Ich wünsche auf jeden Fall an erster Stelle eine gute Besserung für deinen Kopf, dass die Kopfschmerzen weggehen. Oder zumindest wesentlich besser werden, dass du auch schlafen kannst aufgrund der Kopfauer. danke, dass du so lange da warst. Finde ich echt toll. Hat mich sehr gefreut, weil du auch immer viel schreibst und ich dann immer was zum Reden habe. Das freut mich immer sehr, sehr, sehr. Und würde mich natürlich freuen, wenn du morgen wirklich dann im Discord kommst zum Schnacken. Und natürlich eine gute Nacht. Schlaf schön und träum was Schönes. Ja, wir machen auch gleich Feierabend. Wenn ich den Zaun hier gemacht habe. Möchtest du so einen Zaun haben mit Tor? Oder wollen wir auch diesen, wie drüben, nehmen, diese Stangen, wo die nicht rübergehen? Dieses Gitter? Ich würde hier, genau hier, das Tor hinmachen. Für die erste Weide hier. Ach so, du willst jede... Ich dachte, ich mache die Weiden zu ein. Ach so, willst du dann nur auf beide Weiden die gleichen Ränder haben? Ach so, ja, ich wollte ja verschiedene. Ja, dann muss ich das noch einmal wieder... Sonst wären das ja Mischlinge. Ja. Ist ja egal, können wir auch so machen. Können wir auch beide zu einer machen. Nee, ich mach das jetzt anders. So. Da muss ich aber doch noch mal wieder dahin laufen. Richtig viel Zaun, weil ich muss wieder alles machen. Oh, jetzt ist der ganz alles, der ganze Zaun ist wieder weg. Oh, das gibt das nicht, ne? Warum hast du das mit H gemacht? Ja, ich konnte das anders nicht verkaufen. Das habe ich vorhin schon versucht. Da warst du leider nicht da. Mit Abreißen kann man den Zaun nicht wegmachen. Ne? Ne. Musst du hier den ersten Pfahl setzen an den Poller? Vom ja, will ich auch. Ich wollte nur gucken, wo man jetzt denn den Übergang macht. Komm, da gibst du dir noch deine Messvorgel. In die Koppel, auf die Koppel kommen. Da, wo die Tierdinger sind. Wo die Pfote ist, ne? Ja. Ja, dann hat der den da und der hat den hier. Ja. Thank you.
Das ist echt ein toller Zaun dafür. Ja, der ist richtig toll. Rekon sagt auch, schaut schön aus. Irgendwann mal, dann schaut schön aus. Jetzt noch nicht so. Aber auf dem Hof sieht schon viel schöner aus. Der sah so richtig unordentlich aus. Das dauert ja auch ein bisschen. Marlene haut hier jeden Pfahl einzeln rein. Nee. Mit einem 30 Gramm Fäustel. Das wäre witzig. Das ist ja auch Naturzaun. Wattzock raidet mit einer Gruppe von 10 Personen. Vielen, 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 vielen lieben Dank, Mensch. Da bin ich hier gerade überfordert. Moin an alle. Ja, moin. Moin. Hallöchen, Wattwurm. Alle Hashtag Wattwurm. Richtig toll, dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank und Hallöchen. Guten Abend. Der Timo und ich, wir machen hier gerade den Zaun. Steffen steht da auch noch. Ist gerade hier nicht so spektakulär. Ups. Moin, sagt auch Rekon. Nachricht hervorheben von Timmy. Timmy sagt auch Moin. Wattzocker folgt jetzt. Dankeschön für deinen Follow. Vielen, vielen lieben Moin. Dank. Moin. Deichpunkt, ein fröhliches Moin in die Runde. Moin. Wattzocker, ein herzliches Moin an dich und alle im Chat. Moin. Moin, 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 moin. Hallo, Freunde. Hallo. So. Hier ist gerade, wie gesagt, unspektakulär. Wir sitzen einen Zaun. Aber das gehört auch dazu. Moin. Steiner, moin, hallo. Moin. Guten Abend. Nacht ist ja noch nicht, ne? Nee. Komme ich so gerade rüber, Timo, oder? Ach, du siehst es ja gar nicht. Okay, bis dahin gehen die. Dann wird das ein bisschen größer. Das sieht aber auch komisch aus, wenn ich das jetzt anders setze. Hallo. So, Timo, ich setze den jetzt da und dann müsstest du mal gucken, ne? Ja. Ob jetzt so alles drinne ist. Wenn du ihn da an die Kante setzt, ist alles drin. Das siehst du doch da. Ja, ich konnte aber nicht wieder hier so... Ja, allerbest. Ich sehe es hier am Rasen. Da war ja der eine Punkt da und dann wusste ich nicht, ob das mit drin ist. Oder ob denn ein Stück von der Koppel draußen ist. So. Und dann mache ich den jetzt erstmal bis hier. Meine ich, dass ich wieder den ganzen Zaun wegmache. Aber jetzt ja 3 oder 4 Mal habe ich den Zaun neu gesetzt. Aber der ist hübsch. Ich mag den auch. Er ist hübsch. Mensch, dass Timmy auch noch immer da ist. Wunderbar.
Und? Sieht gut aus. Sind wir zufrieden? Ich ja. Ich fand's gut. Ja, oder? Ich finde das auch gut. Dann müssen wir jetzt ja noch, oder besser. Soll ich schon mal die Tore platzieren, dann kannst du an die Tore ran. Ja, genau, das wäre nämlich optimal. Das wäre richtig gut. Willst du die Holztore zu dem Zaun hier oder Weidetore? Ne, die Holztore sind schön, ne? Ja, die passen denn dazu. Ja. Das habe ich schon gedacht, die passen dann. So. Wie lange machst du noch heute noch? Gute Frage. Ich wollte eigentlich schon ewig weg sein. Aber dann hat man jetzt hier noch die... Oh, hier haben wir auch noch mal so einen Riesenhügel. Dann hat man jetzt ja noch dies gemacht und dann das noch gemacht. Ich gehe vielleicht gleich noch mal einmal aufs Klöchen und dann... Vielleicht bis 12:30, aber dann ist bei mir auch Feierabend. Und ich muss einmal aufs Klöchen vorher. Weil dann wollen nämlich meine Hunde auch langsam mal raus. Die muss, glaube ich, hochkonzentriert beim Zaun setzen. Nähe Tor. Das ist richtig gut, richtig hübsch. Ja, allerbest, Timo. Dann brauche ich jetzt den Zaun nicht wieder raussuchen. So. Und ich gehe dann einmal aufs Klöchen, gucke aber einmal in der Zeit, was der Steffen macht. Ich mache immer noch nichts. Immer noch nichts. Nipp. Das nicht so viel. Haben wir keinen Auftrag oder so? Nipp. Ja, wir hätten ja sonst schon was anfangen können. Wie viele seid ihr immer auf dem Server? Also meistens sind wir zu dritt. Also immer. Also standardmäßig ist immer der Steffen, der Timo und ich da. Ja. Also wir drei eigentlich meistens immer nur. So. Ah, ich bin ja noch hier oben. Okay. Ist auch immer, wenn welche mitspielen oder man so, ne, guckt, sag ich mal, dass jemand noch mit drauf kommen möchte. Das muss ja auch immer passen. Es gibt ja auch viele, die spielen. Also klar, so wie jetzt mit dem Helfer von da im Baum hängen geblieben ist und so, das ist ja, das war jetzt ja auch nur ein Helfer, aber das kann natürlich jedem mal passieren, ja auch uns, dass man mal irgendwo blöd hängen bleibt oder so. Ich bin auch mal aus Versehen gegen eine Laterne gefahren. So, aber man versucht das ja natürlich zu vermeiden. Es kann natürlich immer mal passieren, aber es gibt ja auch welche, die machen das mit Absicht. Das finde ich total beknackt. Mensch, und falls noch irgendjemand vom Wartzocker da ist, oder Wartzocker selber, ich muss noch mal sagen, danke, 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 danke. So, Timo, ich muss jetzt einmal schnell pischern. Und Steffen. Ja, geht. Okay. Ihr unterhaltet das Ganze hier. Ich habe jetzt aber kein spektakuläres Bild, weil nirgendwo was fährt. Ich gehe jetzt eher schmücken. Ach, du gehst einen schmücken, okay. Oh. Timo, also falls du was machen möchtest, nimm mich mit. Ich sitze im Bruno auf dem Beifahrersitz. Du kriegst die Erlaubnis, dass du jetzt mit Bruno fahren darfst, wenn du irgendwo hinfahren möchtest, damit hier ein bisschen was zu sehen ist. Ich suche mir einen Auftrag.
Ich bin wieder da. Sehr gut. Hallo, Freunde. Hallo. So. Was machen wir? Ein Auftrag. Ich mache einen Auftrag. Mit Bruno. Den habe ich jetzt erstmal losgeschickt. Kam ein Schmatzer. Von Imre Let's Play. Dankeschön für deinen Follow. Vielen, 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 vielen lieben Dank und herzlich willkommen. Sorry, Telefon, was habe ich verpasst? Ich glaube nicht viel. Ich war auf Klöchern. Und jetzt starten wir gerade noch einen Auftrag. Oh. Das bei so später Stunde. Oh. Aber die Musik ist immer fetzig. Wo haben wir denn Auftrag? Ach, da fahren wir. Auftrag 35. Steffen hat ein Foto gemacht. Steffen. Willkommen zurück. Ach, Steffen ist doch noch gar nicht wieder da. Ich habe schon so Augen. Ich habe schon so Augen. Die müsste ich so mit Streichhölzern so festmachen. Der ist so niedlich, der kleine Bruno. Das ist im Moment mein absoluter Liebling. Die Weide ist mega geworden, so. Die ist gut, ne? Du noch bauen, ja. Das sind ja so gesehen zwei. Ja, eben. Ich komme. Aber die Trennung können wir erst machen, wenn die Tiere drauf sind. Weil ich das jetzt nicht sehen kann. Ja. Ja, und auch niedlich, wirklich, dass das so uneben ist. Das finde ich toll. Das ist ja in echt auch so. Mhm. Das ist gut. Steffen hat es ganz alleine geschafft. Aber ich kann jetzt ja... Ich kann schon mal zwei, drei holen. Von den Schweizern. Oder? Kaufen meinst du, ja. Ja. Kauf doch schon fünf oder sechs Kühe und einen Bullen. Und vielleicht noch eine andere Rasse, Herforder oder was da noch Schönes ist. Das machen wir. Haben wir jetzt denn hier schon Rasen drauf? Die muss doch mit dem Viehwagen vom Händler holen. Ich hatte ja nur gerade Präzisions... Da, Feldinfo. Was hattest du? Präzisionsfarming ist aufgegangen, das habe ich gesehen. Ja, weil das ja eigentlich ein Feld war. Alex geht auch gleich schlafen. Ja, ich gehe auch bald schlafen, Alex. Ich habe auch schon hier so Streichhölzer Augen. Ehrlich, du. Wo
sind denn meine ganzen Emotes? Ach, da habe ich sie noch. Also lange mache ich hier auch nicht mehr. Aber, ach, wenn ich jetzt die, ups, Kühe abhole, habe ich gar nicht Bruno. Jawohl, das mache ich jetzt aber noch. Ich hole die noch ab, wenn wir noch irgendein Fahrzeug haben. Ja, hole ich gerade. Ja, super. Dann holen wir nämlich noch vom Tierhändler die Kühe. Jawohl, da kommt Steffen. Lass mich damit rein. Jawohl. Wie viel passen da rein? Weiß ich nicht. Timo, wir fahren los. Ja. Wir düsen. Langsam kommt auch so die Müdigkeit, oder? Nö. Nö? Bei mir nicht, ich bin noch hellwach. Boah. Geh nachher noch für ein paar Stunden COD. Ich wollte auch gerade sagen, ich habe das auch eben erst realisiert. Ein paar Stunden. Ja, habe ich auch schon gedacht. Ich war heute nicht einmal im COD. Ich habe nicht mal geguckt, was kommt, was da ist. Aber morgen ist auch noch ein Tag. Aber morgen Nachmittag geht das erstmal hier wieder weiter. Im LS22 und ja, abends dann mal COD. Aber da weiß ich noch nicht, ob ich das stream oder nicht. Aber nachmittags ist erstmal, das ist geritzt. Da kommt erstmal LS. Du hast schöne Hunde. Hast du die irgendwo gesehen? Sind die eben lang gelaufen? Nee, die schlafen. Vielleicht auf Enz, ja? Kaffee trinken. Trinkst du jetzt ein Käffchen? Haha. Um 12 ein Käffchen. Im FB immer. Im FB. Habe ich da so viel von den Hunden? Und öfter. Immer und öfter. Käffchen. So. Hä, hier kaufen wir. Ach so. Aber wenn ich die jetzt hier kaufe, ne? Dann steht da. Ja. Schafstall, Schweinestall, Kuhweide 1, 2, 3. Offene Kuhweide. Hängerladen. Du musst mit dem Hänger da rauf fahren. Ach, ich dachte, ich kann die da auswählen und die gehen in den Hänger rein. Ja, wenn du die mit dem Hänger angewählt hast. Ja, jetzt. Ja, ich dachte, ich kann das an dem Trigger machen. Für den ja, wenn Hänger. Du ohne Hänger machst, liefert dir die, aber dann will er eine Gebühr haben. So. Erstmal, da sind sie. Wir nehmen ja schon, nehmen wir ausgewachsen oder nehmen wir noch als kleine? Nö, keine Kälber, wenn dann Fersen und ein Bohlen, aber ich würde schon richtige Kühe nehmen. Ja. Ich würde erst den Bohlen kaufen und dann so viele Kühe, wie du noch mitkriegst. Das Mugwi. So, wir kaufen den Bullen, der ist 12 Monate allerbest. Bruno ist schon fertig. Den kaufen wir. Und dann gucken wir, wie viele wir kriegen. 4. Vier Stück.
Ja. Da sind sie drinne. Musst du gucken, ob dir das reicht, sonst müsst ihr noch mal fahren. Ja, richtig niedlich. Die sind so hübsch, finde ich. Die geben Milch. Und sind hübsch. Jetzt haben wir Holsteiner und die Swiss, die Milch geben. Die anderen sind der Fleischländer, die wir haben. Ja, die Limousine. Limousine und Angus sind Fleisch. Die anderen Rassen, die wir haben, sind auch noch, glaube ich, Mischrassen. Die kann man schlachten und melken. Süß. Der kleine MB-Truck. Oh, bei den KIs musst du aufpassen, Steffen. Die fahren einfach. Die bleiben nicht stehen. Da kennen die nix. Die fahren dir einfach rein. Ist so, die kennen da nix. So. Wie heißt die Mod von euch, das Mitfahren? Ja, wie heißt das? Das ist im Kubota DLC. Der heißt, glaube ich, Beifahrermod, oder? Ja, ist im Kubota DLC drin. Dafür brauchst du das Kubota DLC. Und die Fahrzeuge, die wir haben, die gibt es so nicht. Die haben wir selbst gemacht. Im Let's Play schlachten kannst alle eingeben, ja. Mehr Milch, andere mehr Fleisch. Ja. Das stimmt. Aber einige geben keine Milch, die Mastrinder. Die Mischrassen geben beides, die wir haben. Hast du da nicht durch? Der hat zu dicke Pushis, oder? Ja. Okay. Also Kubota. Kubota DLC, ja. Ich glaube, die wollen nicht raus. Hier dann fegt, musst du mal probieren. Hier fegt ein Besen durch. Bei mir ging da auch gerade nichts. Ich dachte, vielleicht geht das denn da. Ich krieg die da auch nicht raus. Oh, was haben wir denn jetzt hier für ein tolles Fahrzeug? Timo, kriegst du die raus? Ich glaube, das Tor ist mit dem Träger über. Ah.
Hast auch ein krasses Gerät. Wie stellt man sich da Freizeit? Bitte, kleine Pauli. Und? Die wollen nicht raus. Boah, jetzt der ganze alles weg. Komisch, der Tiertrigger geht nicht. Hallo, Freunde. Hallo. Marlene, schön festhalten. Ja. Und fährt zu Hause. Ja. Ich halte mich auch doppelt fest. Ja. Na, du kreizt ja fest. Jetzt sieht man an deine Knochen. Muss ich dir mal angucken. Warte mal, ich setze mir mal hier drin. So, jetzt guck mal. Ja, muss bei so einem Hammergerät. Und bei der auf der anderen Kuhkoppel geht's auch nicht? Nee. Hast geguckt? Nö. Hast du da was, Steffen? Nee. Da müssen wir das nur die noch mal weglassen und morgen die Kühe noch mal setzen. Ja. Da muss ich nachher erst mal gucken, was mit der Weide ist. Aber wir lassen das so, dann können wir das morgen wieder aufbauen. Ich habe zum Glück jetzt an die Ecken Punkte gemalt, damit wir den Zaun wieder genauso setzen können. Ja. Schlau, oder? Ja. Ja, dann pack die Kühe doch erstmal bei den Angus mit drauf oder so. Oder was sagt ihr? Ja. Das waren die hinter einem Hühnerstall, ne? Oh, kannst du hier vorne raufpacken, ist ja egal.
Die hinterm Hühnerstall sind die Limos. Nee, die Limos sind da die andere Seite. Ja, die sind so, auf der anderen Seite. Dann sind die hinterm Hühnerstall die Holsteiner. Ja, wollte ich gerade sagen, da sind die Holsteiner. Entschuldigung, auf meinem privaten Stillstand sind da die Limos. Hier geht das, oder? Hier geht's, oder? Ja, ich kann die ausladen. Der Besen fegt den Mist raus. In den Stall ausladen. 4 Stück, alles klar. Und der Bulle ausladen. Ja, das ist cool gemacht, finde ich, mit dem Besen. Ja, kannst auch Stroh drauf machen, dann fegt der echten Mist raus. Jetzt muss ich gucken, wo die sind. Ja, niedlich, die steht erstmal auf. Ihr kommt morgen woanders hin. Morgen. Aber wo ist der Bulle? Och nö, wie niedlich. Oh, vielleicht da hinten, da läuft einer. Och nö. Wer bist du denn? Du bist niedlich. Also, ich habe den Bullen nicht gefunden. Versteckt sich, ist schüchtern. Ja. Ja, du bist auch ein ganz toller. Guck ich mir nachher mal an. Morgen geht der Stall. Ja. Das ist gut. Die ist aber dünn. Schau bis dann mal. Ich zieh weiter. Ja, und ich ziehe jetzt auch weiter, nämlich ins Bettchen gleich. Mach's gut, Raycon. Guck mal wieder rein. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich bin eigentlich jeden Tag da. Vielleicht schaffst du es ja mal wieder vorbeizuschauen. Würde ich mich freuen. Wünsche dir auch noch einen schönen Abend und später eine gute Nacht. Und das ist jetzt auch mein Schlusswort für heute. Ich werde nämlich jetzt auch mal so langsam, aber sicher Feierabend machen. Muss noch mit allen 3 Hunden rausgehen. Und dann heißt das irgendwann auch mal ab ins Bettchen. Sonst muss ich wirklich noch die Zahnstocher für die Augen rauspopeln. Floppy Copy. So, ihr Lieben, werde mal weiter. Euch allen noch eine angenehme Nacht, viel Spaß noch. Bis bald. Bis bald, Floppy. Ja, auch. Und auch an dich. Schau gerne wieder vorbei. Einfach reinlutschern. Und natürlich an dich auch einen schönen Abend und später eine sehr angenehme Nachtruhe. So. Morgen platziere ich die Kühe. Also die Kuhstelle, wieder den Zaun neu. Mach oben diese Plattform für den Hufschlachter, für den Schönerimbiss. Und die Schweine und die Schafe ziehen auch noch um. Die kommen auch noch da mal drauf. Dann haben wir das nämlich alles da drüben. Dann sieht das hier nicht mehr so wusel aus auf dem Hof. Ja. Also morgen auch wieder ein bisschen mit bauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch allen, dass ihr alle da wart, zugeschaut habt. Und natürlich auch für die Chat-Aktivität.
Mein Stream ging nun doch etwas länger, als sie eigentlich gesagt. Ich hatte, glaube ich, gesagt, nachdem ich YouTube beendet habe, ich komme noch mal ein Stündchen. Jetzt sind es über drei. Aber es ist Spaß gemacht hat. Es ist, wie es immer ist. Man kriegt nicht das Ende. So. Ich bin schon bei der Bude. Hier ist noch keine Deko. Die kommt auch noch. Da kommt der Steffen angerast. Dankeschön auch für die Follows, die reingekommen sind. Da freue ich mich wirklich sehr drüber. Und auch an Recon nochmal Dankeschön für die Bits. Und natürlich an... Oh, wie hieß als Wurm? Watt? Wattwurm. Wattwurm, ne? Wattwurm nochmal, Dankeschön. Für den Raid. Ne, Wattzocker. Wattzocker für den Raid. Und verabschiede mich nun. Bin morgen Nachmittag, wie gewohnt, mit Steffen und Timo wieder da. Im LS22. Hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Dankeschön fürs Zuschauen. Eine gute Nacht an euch. Schlaft alle schön. Und gute Nacht. Bis gute morgen Nacht. In alter Frische. Tschüss. Tschüss. Tschüss.